Laura Baumgart liebt ihren Beruf. Aber für sie als Praxisinhaberin ist die Situation angespannt. Neben ihrem Vater hat sie noch zwei Angestellte, eine davon auch schon im Rentenalter. Man fragt sich natürlich, was dann irgendwann ist, wenn ja, sie dann irgendwann wegbrechen, ja, was der Fall sein wird und was ich ihnen auch gönne, wenn dann keine jungen Leute nachrücken. Ja, und ich selbst das einfach als Einzelperson so nicht mehr stemmen kann. Laura Baumgart könnte sofort drei Leute einstellen. Aber sie ist eben nicht die Einzige. Hessenweit sind in der Branche aktuell 285 offene Stellen gemeldet, laut der Bundesagentur für Arbeit. Der Personalmangel bedeutet Stress. Ja, das ist eigentlich so, dass man immer das Gefühl hat, man macht nie genug, weil man eigentlich nie fertig wird vom Gefühl. Also da muss man sich selbst natürlich auch immer ein Stück weit beruhigen. Kein Einzelfall. Das ist für Physiotherapie Baumgart. Guten Tag. Leider sieht es momentan ziemlich eng aus. Um was geht es denn aktuell bei Ihnen? In Hessen werden bundesweit die wenigsten Physiotherapiebehandlungen durchgeführt im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Unter anderem wegen des Personalmangels. Vor allem die Bezahlung sorgt für ausbleibenden Nachwuchs und Aussteiger. Pro Monat gibt es im Schnitt 3.250 Euro bei einer 39-Stunden-Woche. Wir kriegen die Rückmeldung, dass es recht schwierig ist in den Praxen. Viele Patienten brauchen und möchten auch Termine haben, aber leider aufgrund der Mangel an Kollegen in den Praxen können diese Termine leider nicht vergeben werden. Und das stresst unsere Kollegen, weil sozial eingestellt, wir wollen helfen, aber der Tag hat nur eine gewisse Zahl von Stunden und das ist echt belastend. Eine mögliche Lösung, um den Beruf attraktiver zu machen, mehr Entscheidungsfreiheit statt ärztliche Rezepte abarbeiten. Zum Beispiel über sogenannte Blanko-Verordnungen, bei denen die Physiotherapeuten selbst über Art, Dauer und Frequenz der Behandlung bestimmen. Das wäre sehr wünschenswert, natürlich. Ja, so bekommen wir jetzt ja die Vorgaben vom Arzt. Da hätten wir einfach mehr Freiheit, so das für den Patienten zu bestimmen, wie es in, ja, in unseren Augen Sinn machen würde. Neben besserer Bezahlung sicher eine Stellschraube, damit mehr Physiotherapeutinnen und Therapeuten im Job bleiben oder neu dazukommen. Auch in Laura Baumgarts Praxis.